Hallo meine Süßen, willkommen zu einem neuen Video. Dies ist ein Make-up-Tutorial für Halloween. Die Kontaktlinsen habe ich schon drin und viel Spaß dabei. Bevor wir jetzt anfangen mit dem Make-up-Tutorial, wollte ich euch nur sagen, wenn ihr Kontaktlinsen haben wollt und die reintut, dann bitte vorm Schminken, weil Schminke im Auge ist nicht so toll. Aber viel Spaß. So, also ich glaube jetzt so ist gut zum Schminken. Was ich schon drauf gemacht habe, ist der Concealer von Fit Me von Maybelline. Ist gar nicht. Stellt ihr das jetzt automatisch? Nein, tut er. So, der Concealer ist das. Und ja, den habe ich jetzt schon aufgetragen hier unter den Augen, hier an der Nase. Ich bin aber trotzdem noch nicht ganz fertig. So ein bisschen Pickel abdecken. Beziehungsweise die Pickel abdecken, die noch keine sind. Und sorry, wenn ich jetzt die ganze Zeit so komisch gucke. Ich schmink mich jetzt nur über das Display von der Kamera. Das haben wir dann schon mal. Ja, schön. Ja. Als nächstes gucke ich dann nach einem schönen hellen Make-up. Das ist jetzt hier das von Essence. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Sorry, dass ich die ganze Zeit wieder scharf stellen muss. Das geht mir selber voll auf die Nerven. Dann nehme ich so einen schönen Pinsel von Evelyn, so einen Make-up-Pinsel. Ich trage mir auf die Hand so einen kleinen Klecks Make-up. Ungefähr so Erbsen groß, sage ich jetzt mal. Dann tupfe ich das erstmal. Und dann ihr könnt jetzt ruhig ein Make-up-Rand lassen, weil im Endeffekt ist es scheißegal. Weil wir hier, das seht ihr dann auch noch später, wie wir das schön machen, dass es trotzdem zum Make-up passt. So, ein bisschen. Stirn. Nehmen wir nämlich das Rest Make-up noch zum schönen Kiss. Dann gehen wir schön runter und verteilen das auch noch mehr. So. Den schönen Hals entlang, auch hier an den Ohren. Weil das sieht man ja alles. Also sozusagen alles, was man jetzt sieht, also bis zum Hals, schön im Make-up rein. Dann nehme ich das, ja, das ist schon sehr benutzt, Compacting the Matting Powder von Essence. Nehme ich jetzt einfach den Pinsel. Ist egal so, das tragt ihr jetzt einfach schön auf, um nochmal ein bisschen zu mattieren. So, das ist eigentlich auch schon alles, was wir bei Make-up machen. Dann kommen wir jetzt nämlich zu den Augen und dafür hole ich euch noch ein Stück näher. So, jetzt habe ich euch um einiges näher rangeholt. Da seht ihr jetzt immer die Kontaktlinsen, das ist richtig rot. Und ich nehme jetzt einen weißen Kajalstift. So. Ich kann mal gucken. Der ist von Essence. Oh, ich hasse es, das ist gerade nicht wirklich. So. Und ja, dann, das trage ich jetzt auf der Wasserlinie auf. Und es ist Gott richtig schwer. So. Da haben wir jetzt schon mal einen Teil, der ein bisschen die Augen fertig angestrichen. Ich könnte gerade kotzen, dass das nicht so ganz. So. Jetzt haben wir die Augen schon zum größten Teils. Fertig, klar, gleich kommt noch die ganze Farbe und so. Aber was wir jetzt machen, ist bei den Wimpern, das ist jetzt keine weiße Wimperntusche, das ist hier Lash Base. Ich kann euch mal zeigen. Und die tragen wir jetzt auch. Das müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber, weil die Wimpern werden gleich nur ein bisschen getuscht und so wirken die dann noch ein bisschen voller und intensiver. Und das gleiche macht ihr jetzt auf der anderen Seite. So, fertig. Das lassen wir jetzt kurz wirken und wir machen in der Zeit mit dem Lidschatten weiter. Für den Lidschatten nehme ich meine Lidschattenpalette von
von BH Cosmetics. Die kann ich euch nicht mehr verlinken, weil es den Shop, wo ich die habe, leider nicht mehr gibt. Dadurch, dass wir jetzt so ein kleines Mischmasch machen, würde ich sagen, nehmen wir die unteren. Also mehr so Erdtöne. Kommt besser. So. So. Wo ist mein Pinsel? Hier ist die Palette und ich nehme zuerst einen relativ hellen Ton für das bewegliche Lid. Würde ich mal sagen, nehmen wir mal den, der glänzt so schön. Der schreit so nach dem Motto, nämlich. Den tragen wir dann komplett aufs bewegliche Lid auf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so genau sehen könnt. Habt ihr einfach nur so einen leichten Erzton. Also ich mache jetzt erst das eine auf fertig und dann das andere. Nehmen wir jetzt wieder unsere Palette zur Hand. Dann nehmen wir einen relativ dunklen Ton und zwar den hier, der hat auch ein bisschen Glitzer und tragen das hauptsächlich in der Lidfalte auf. Also ich male mir die dann meistens immer so ein bisschen auf. So. Bevor ich das jetzt alles verwende. Dann nehme ich mir hier so einen schönen fliegenden Pinsel und verblende natürlich hier oben die harten Kanten, wenn die noch nicht so hart sind, weil wir das ja schön geschmeidig aufgetragen haben. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied da. Also wenn man das jetzt mal sieht, so finde ich das auch besser, weil es ein bisschen mehr Farbe hat. Und dann, ja. Dann nehmen wir wieder das helle Braun und tragen das dann nochmal hier so schön auf. Okay. Und das gleiche machen wir jetzt einfach auf dem anderen Auge auch. Und wieder verbinden. Tada! Die Augen wirken optisch noch ein bisschen so. Dadurch, dass ihr auch einen weißen Kajal genommen habt. Aber alternativ zu dem Weiß könnt ihr auch ein Gold nehmen. Also ich kann den hier. Ich kann euch leider. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wo ich den her habe, also und was er kostet, weil ich den von der Pinkbox damals noch bekommen habe. Und ja, sorry. Dann machen wir jetzt noch weiter mit den Wimpern. Und der Wimperntusche. Und seht ihr jetzt den Unterschied? Da hat das auch viel mehr so diesen Effekt, als wie das. Deswegen machen wir das jetzt auch noch auf dem anderen Auge. Und ja, jetzt sieht das Ganze so aus. So, die Mascara ist die hier. Die I Love Extreme. Die I Love Extreme von Essence. Also, alle Produkte, also die meisten Produkte, die ich benutze, sind von Essence. Deswegen sage ich das ja nicht dabei, sondern nur bei den Produkten, die nicht von Essence sind. Aber ihr findet alle Produkte wirklich unten in der Infobox. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das jetzt sehen im Spiegel? Das sieht ja wirklich nur ganz von Eyeliner-Strich so, also dass er da ist, aber auch wieder nicht. Also wisst ihr, seht ihr den Unterschied? Was von klar das.
Fehler ist einigermaßen hoch. Das gleiche mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite. So, dann müssen wir natürlich noch mal eben im Lidschatten auf der Seite drüber. So, und jetzt haben wir die Augen schon zum größten Teil fertig, weil ich möchte für euch heute den Look der... Ja, also die Augen haben wir jetzt schon fast fertig. Ich werde euch gleich noch zeigen, wie ihr ein bisschen noch wegen Schattierung und Highlighten und so macht. Aber ich möchte mich jetzt erstmal mit den Augenbrauen befassen. Also ich habe hier schon so eine einigermaßen schöne Form. Ja, und jetzt gehen wir mal. Hi! Und ihr seht, meine die Kontaktlinsen sind echt krass. Sie decken wirklich die komplette Farbe ab. Die Augenbrauen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen andere Augenbrauen. Dafür nehmt ihr die zur Hilfe. Wenn ihr gleich noch was highlighten wollt, gebe ich euch auch noch einen Tipp dabei. Aber erstmal nehmen wir uns hier so einen Augenbrauenkamm. Also Ding. Dann kämmt ihr die erstmal schön. Im Auge. Dann nehme ich meinen Eyebrow Designer und dadurch, dass wir ein bisschen natürlich, aber doch Science Fiction, also und dadurch, dass wir ein bisschen natürlich, aber doch ein bisschen Fabelwesen, also so ein bisschen reinbringen wollen, fange ich hier vorne an. Hier möchte ich jetzt ein bisschen strichen. Genau so hier. Das sieht ja jetzt irgendwie ziemlich doof aus, also nehme ich meinen Eyebrow Designer und male. Und dann so und zieht dann so runter. Also. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen mit. Da habe ich jetzt schon wieder. Gleich gehen wir da aber noch ein bisschen mit braunem Lidschatten drüber, damit es noch ein bisschen natürlich aussieht. Das gleiche machen wir jetzt auch noch hier. Dann wieder. Ich nehme gerne noch den Finger, um das ein bisschen so zu. So. Und seht ihr, habt ihr jetzt auch schon eure Augenbrauen fertig. Jetzt ein bisschen zum Highlighten, nehme ich weiß ein paar Jahre und setze das einfach so in die Kurve der Augenbraue. Ein bisschen hier drunter. Dass das im Endeffekt so aussieht. So. So, will aber keiner aus dem Haus gehen, also nehme ich hier so ein Pinselchen und verblende das so. Jetzt sieht es noch größer aus. Das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. So, und somit habt ihr die Augenpartie ja fertig, sagen wir es mal so. So, jetzt geht es natürlich noch weiter. Jetzt seht ihr so. Es ist nicht schlimm, wenn die Augenbrauen nicht so komplett gleich aussehen, also wie sie bei mir jetzt gerade irgendwie nicht sind. Aber ist ja egal, ne? Weil es ist Halloween und ihr könnt ja auch noch ein bisschen selber was Persönliches in den Look reinbringen. Was ich machen werde, ist mit dem weißen Kajal ein bisschen highlighten. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf die Nase so ein bisschen.
So, dann hier. Hier. Und hier. Das verwende ich jetzt. Und man hat Geld für den Highlighter gespart. Bei weißen Kajal habt ihr ja dann zu Hause. Jetzt, um das Gesicht zu kontrollieren, weil ich selber keinen Bronzer habe, ich wieder mit der Palette. Guck da jetzt nach einem schönen matten Braunton, der etwas dunkler ist, weil wir wollen das so einen Kontrast haben, so hell dunkel, deswegen auch die Augenbrauen so krass. Ja, das hier ist ein schön dunkles, mattes Braun. Dann macht ihr so. Jetzt seht ihr schon. Was da für ein Unterschied ist. Dadurch, dass man das ein bisschen. Da seht ihr, was ich meine, und dann noch hier unten drin. Halt, damit euer Gesicht ein bisschen spooky aussieht. Und ist nicht schlimm, wenn es auch nicht gleich ist. Tada. Jetzt gehen wir nochmal über die Augenbrauen. Kommt ihr nochmal hier. Und nimmt ein etwas helleres Braun, als wie das für ihr zum Konturieren genommen habt. Und damit jetzt nochmal so über die Augenbrauen drüber. So, ich weiß, das sieht man jetzt nicht wirklich, aber es. Ich weiß, man sieht das jetzt nicht richtig, aber ich finde es schöner, wenn es da ist. Tja, dann nehme ich ganz normal für meine Lippen eine Eos Lip Balm. So ein. Ja, das war es eigentlich schon, was ihr jetzt noch machen könnt. Das ist nochmal mit dem Make-up-Puder. Das ist ja komplett. Hallo meine Süßen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir noch was Liebes in die Kommentare. Abonniert nicht vergessen. Ah ja. Und wenn ihr den Look nachmacht, macht doch einfach einen Hashtag Halloween mit Svenja. Ich würde mich riesig über eure Bilder freuen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.